Qibleda-Moschee. Der Bau der Qibleda Hakhaft Yusuf Ilmas Moschee, die auf dem Gipfel des 1130 Meter hohen Berges Kable errichtet wurde, der im Stadtteil Günesu in Rize als Gebetshügel bezeichnet wurde und dessen Aussicht die Besucher faszinierte, wurde im Jahr abgeschlossen 2 Jahre. Die Eröffnung der Moschee, die in der Architektur der Semsi Ahmed Pascha Moschee in Üsküdar, einem der wichtigsten Werke der osmanischen Zeit, erbaut wurde, fand während des Besuchs von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Günesu statt. Der Bau der Moschee, die auf dem 1130 Meter hohen Berg namens Qibleda im Bezirk Günesu errichtet wurde, weil sie in Richtung der Qibla liegt und von vielen Teilen des Bezirks aus sichtbar ist, wurde nach etwa 2 Jahren abgeschlossen arbeiten. Im Rahmen des betreffenden Projekts wurden nach Abschluss des Baus der zur Moschee führenden Straße ein Wanderweg, ein Rastplatz, ein Parkbereich, in dem die Gäste Tee trinken können, und Erholungsbereiche um ihn herum gebaut und den Gottesdienst zur Verfügung gestellt von Bürgern, die eine gute Zeit haben wollen. Die Moschee, die ebenfalls einen historischen Hintergrund hat, wurde erstmals im 19. Jahrhundert von Mesula Mehmet Efendi und Kus Ahmed Efendi erbaut. Aufgrund eines Brandes in dieser Holzmoschee im Jahr 1960 wurde die Struktur von Yusuf Ilmas Hokefendi aus Stein wieder aufgebaut. Das Gebäude wurde viele Jahre lang als Gebets- und Gottesdienstzentrum genutzt. Menschen, die in die Region kamen, hatten auch die Möglichkeit, in der Moschee zu übernachten, die sie zu Fuß erreichen konnten. Gerüchten zufolge stiegen unsere frommen Vorfahren auf den Gipfel und beteten für die Isolierung von Katastrophen wie Naturkatastrophen, Hungersnöten, Dürren und Überschwemmungen, die in unserer Region und auf der ganzen Welt auftraten. Die aktuelle Version der Moschee wurde nach dem Vorbild der Architektur der Semsi Ahmed Pascha Moschee in Üsküdar, einem der wichtigsten Werke der osmanischen Zeit, erbaut.